13. Ja. August. Ja, ja, 13. August. Der ist, den Ossi ist bekannter als den Westi, sicher. Ja, eben. Aber. Wie denkst du über den Mauerfall? Es gab. Oder Mauerbau? Mauerbau. Es gab ein interessantes Buch, Ohne Mauer hätte es Krieg gegeben, von zwei bekannten Generälen aus der NVA. Und da an dieser Theorie ist durchaus was dran. Nicht umsonst haben sich die Amis ja sehr zurückgehalten mit ihren Panzern. Die hatten ja, waren ja alle angriffsbereit da, da standen. Die ja, haben sich ja vorher noch die Hand gegeben, ne? Ja, 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 ja. Das war also von langer Hand. Es hat sich angedeutet, dass sonst hätte es wirklich Krieg geben können. Da gibt es noch eine interessante Geschichte. Als die DDR noch unangefochten existierte, hat ein englischer Landwirtschaftsminister hat die DDR mal besucht und der war mit unserem Landwirtschaftsminister dann in Richtung Norden gefahren im Auto und da sind sie so ins Gespräch gekommen. Und der Engländer sagt dann so im Vertrauen zu dem, ich verstehe nicht, warum ihr die Mauer nicht zumacht oder die Grenze nicht schließt da. Ja, das, die Zeit davor, da hat sie alles ja darauf hingedeutet, dass da wirklich... Das war ein Ausverkauf des Ostens. Das war ein Ausverkauf des Ostens, wurde auch aktiv betrieben von den Wessis, Lehrer. Was an Intelligenz ja abgesaugt wurde. Und die Leute sind ja nun mal der D-Mark, wir haben es ja in der Wende erlebt, hinterhergelaufen. Und da war ein leichtes Spiel für die. Und naja, und jetzt ist das ja schon wieder so. Ist ja schon wieder, der nächste Mauerbau ist ja schon wieder im Gespräch. So ist es. Kurze Zeit später haben noch einige Wessis gesagt, die Mauer muss wieder her und 5 Meter hoch, die Bahn und so. Ja, so wollen schnell, man ja nicht hoffen, dass es so weit kommt. Aber so schnell ändern sich die Zeiten und so leicht sind auch die Leute beeinflussbar, meistens durch in welche Richtung eine Ideologie, welche auch immer. Und das ist das Schlimme. Naja, genau. Alles andere in den Kommentaren. Alles andere in den weiteren Kommentaren, genau. Gut, man sieht sich vorne. Ja.